Moin liebe Videospielfreunde und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Game Dev Tycoon. Wir haben Folge 4, das heißt, ich kann endlich auf eure Kommentare eingehen und jetzt wird es immer relativ regelmäßig Folgen geben, in denen ich eure Spiele entwickeln kann. Ja, und dann fangen wir am besten direkt an. Zum Beispiel der Rangman hat sich nämlich gemeldet, der hätte gern ein Stadtsimulationsspiel. Das haben wir natürlich schon gemacht, das wusste er zu der Zeit allerdings, glaube ich, noch nicht. Ja, das in den Folgen rauskam, wo ich eben noch nicht auf die Kommentare eingehen kann. Das Spiel soll heißen Worldopolis. Worldopolis ist natürlich ein Stadtspiel, ein Stadtsimulationsspiel. Und wir bauen das Ganze auf der Plattform TS, weil wir natürlich die PCs nicht mehr unterstützen, sondern die Konsolen voranbringen wollen. Ja, das kostet uns 40.000. Starten wir mal. Es ist 2D-Grafik. Mehr gönnen wir ja momentan noch nicht. So, wichtig ist Grafik, hat er gesagt. Das können wir hier noch nicht machen. In einem Simulationsspiel ist die Engine vielleicht sehr wichtig. Gameplay, ja, Story Quest vielleicht auch. Na, so. Also die Grafik sollen wir als sehr wichtig erachten. Das war seine Vorgabe. Und das versuchen wir natürlich auch nachzutun. Ein bisschen Dialoge sind vielleicht nicht schlecht. Aber wenn Level Design und Intelligenz natürlich schon Plus und Triple Plus hat, werden wir das natürlich im Vorrang lassen. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl dabei. So, Grafik ist sehr wichtig. Sound machen wir ein bisschen weniger und Spielwertdesign auch ein bisschen weniger, damit die Grafik ein bisschen weiter protzen kann. Ja, schauen wir mal. Also Rangman, lass mich nicht im Stich. So, wir warten natürlich die Bugs noch ab. Und schauen mal, was daraus geworden ist. Oh, und heute wurde dann die neue Plattform MasterV von Vena veröffentlicht. Also Vena MasterV ist jetzt veröffentlicht. Da können wir auch unsere Sachen drauf bauen. Finde ich gut. Haben wir schon ein bisschen mehr Auswahl für euch. Aber wie schon gesagt, schreibt weiterhin eure Themen und Spielvorschläge in die Kommentare, denn ich werde spätestens in 2 Folgen wieder Probleme damit haben, Spiele zu entwickeln, weil ich keine Vorschläge habe. Ihr könnt dieses Spiel in dieses Let's Play mitbestimmen und deswegen haltet euch da bitte ein bisschen ran. Auch wenn ihr es schon getan habt, macht einfach weiter. Ich würde mich über jedes vorgeschlagene Spiel freuen. Ja, wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel Worldopolis erhalten. Ja. Könnte besser sein, okay, von der Star Games. Die sind immer ein bisschen kritisch. Ich mag es immerhin von der Informed Gamers mit demselben Rank. Ich liebe es von der Game Hero. Und dann hoffe ich hier auf eine 7. Die kriegen ja auch mit einer netten Erfahrung von All Games. Also relativ gut. Das ist überdurchschnittlich. So. Wir machen einen Spielbericht von dem Ganzen, damit wir uns daraus ein paar Informationen schöpfen können. Und schauen mal, wie Worldopolis ankommt. Immerhin schon 20.000 Einheiten verkauft, ne? Dialoge scheint für diese Art von Spielen nicht wichtig zu sein. Das ist schon mal schön zu wissen. Dann haben wir es beim nächsten Mal richtig. Die vor kurzem veröffentlichte Konsole MasterV von Vena hat den Markt weltweit in Bewegung gebracht. Branchenexperten meinen, dass die Konsolen in Nordamerika nicht sehr gut vermarktet wird. In anderen Teilen der Welt jedoch sehr erfolgreich sein wird. Okay. Von mir aus. Wir gucken mal ganz kurz in die Spielhistorie. Da können wir nämlich mal sehen, was wir bislang gemacht haben. Ich fange am besten mal vorne an mit unserem Hello World. Wir haben City Sim. Das war unsere erste Stadtsimulation. Wir haben Alien Attack mit dem Thema Alien Action. Unser Transport Sim, was ein Ninja-Action-Spiel ist. Da habe ich natürlich voll verkackt. Dance Hero, eine Tanzsimulation. Und Worldopolis, unser erstes vorgeschlagenes Spiel eines Community-Mitglieds hier auf meinem Kanal. Freude. Wir können unsere eigene Engine mittlerweile erstellen. Mit 2D-Grafik V2, das haben wir ja schon entwickelt. Lineare Erzählung, gespeicherter Spielstand. Das haben wir alles schon erforscht. Aber wir forschen noch ein bisschen, bevor wir eine eigene Engine raushauen, würde ich sagen. Zielgruppe können wir auf jeden Fall nochmal forschen. Das hat nichts mit der Engine zu tun, nehme ich aber trotzdem gern mit. Zielgruppe ist nämlich wichtig. Dann können wir unsere Spiele einer Zielgruppe anpassen. Das kann durchaus hilfreich sein. Oh ja.
zack. Forschung beendet. Du hast Zielgruppe erfolgreich erforscht. Das werden wir gleich beim nächsten Spiel dann sehen, was das wird. Also was es bringt. Vorher möchte ich aber nochmal ein neues Thema erforschen. Ich würde sagen, wir machen mal postapokalyptisch. Das ist ein Thema, was in den letzten Jahren ja so relativ häufig vorgekommen ist. Auch mit diesen ganzen Zombie-Infektionsgedöns war ja letztendlich ist ja so apokalyptisch, ne? Mehr oder weniger. Wildopolis wurde vom Markt genommen. Es wurden fast 35.000 Einheiten verkauft und ein Umsatz von fast 244.000 Dollar erzielt. Du hast erfolgreich ein neues Thema erforscht. Postapokalyptisch. Ja, machen wir. So, wir entwickeln ein neues Spiel. Denn ich habe noch von jemand anderem ein tolles Spiel zugeschickt bekommen. Das ist von dem Peter Graue. Liebe Grüße auch hier, genauso wie an den Rangman. Es soll ein Ninja-Abenteuer sein. Mit dem Namen Der Weg des Ninjas. Na, ich dachte, ich bin da schon drauf. Nein, kein virtuelles Haustier, bitte. Der Weg des Ninjas. Ich würde mal sagen, es ist Zielgruppe alle. Ich will es nicht erwachsen machen. Kindgerecht sind Ninjas vielleicht auch nicht so nur. Also ich denke, Erwachsene können damit auch klarkommen. Das soll ein Ninja-Spiel werden natürlich. Ein Ninja-Abenteuerspiel. So, jetzt haben wir hier natürlich den TES und das Master V. Wir könnten mal das Master V ausprobieren. Es hat immerhin 26,9% Marktanteil. Das ist ja schon gar nicht so wenig. Und wir haben noch gar nichts mit dem gemacht. Die 80.000 haben wir über. Und Gummi. So, es wird so ein 2D-Abenteuer. Boah. Abenteuer braucht man immer sehr viel Story, glaube ich. Gameplay ist relativ wichtig und Engine eher unwichtig. Würde ich sagen. So, schauen wir mal, was Dave Danielson vom Gamepad Empire daraus macht. Ja, es fließt eine Menge in Design wieder ein. Technologie lässt aber auch nie nach. Dialoge in Abenteuer sind wichtig, meiner Meinung nach. Hier Level-Design scheint nicht so wichtig zu sein. Nehmen wir einfach mal raus. Und ein bisschen künstliche Intelligenz, vielleicht so. So. Oh, da fliegen die Punkte. Neue Forschung. Neue Forschung verfügbar. Casual-Spiele können wir jetzt erforschen. Schön. In einem Abenteuerspiel. Spielweltdesign wahrscheinlich sehr wichtig. Grafik eher weniger. Ja, so, ne? Branchenneuheiten. Kürzliche Marktanalysen zeigen, dass der Govodore G64 gegenüber anderen PC-Herstellern langsam an Marktanteilen verliert. Da geht der G64 langsam den Bach runter. Wir haben es ja schon erwartet. In einer inoffiziellen Stellungnahme erklärt ein Angestellter von G64, dass das Unternehmen es nicht geschafft habe, teurere Computer auf den Markt zu bringen, um sich gegen neuere und fortschrittlichere PCs zu behaupten. Tja, da hat man den Anschluss verpasst. Und dann liegt man schon ganz weit unten hinterher. Neuer Rekord. Ja, dann schauen wir mal. In der Zwischenzeit machen wir mal einen Spielbericht. Und jetzt kommen die ersten Bewertungen für Der Weg des Ninjas. Na, ihr Schwerpunkt auf Spielweltdesign tat dem Spiel sehr gut. Von der Star Games. Ich mag es von der Informed Gamers. Eigenartig, aber gut von der Game Hero. Und wunderschön von der All Games. Also auch nicht schlecht. Aber wir werden natürlich besser. Also das lassen wir natürlich so nicht auf uns sitzen. Das wird besser. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Der Weg des Ninjas ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Erstens, Ninja und Abenteuer ist eine okay Kombination. Zweitens, künstliche Intelligenz scheint für diese Art von Spielen nicht wichtig zu sein.
Drittens, Plattform-Genre-Übereinstimmung, Abenteuer-Master V, schlecht. Okay, also Master V schafft es, keine Abenteuer durchzubringen. Das scheint nicht gefragt zu sein. Viertens, Plattform-Zielgruppen-Übereinstimmung, alle Master V, großartig. Themen-Zielgruppen-Übereinstimmung, also alle und Ninjas, gute. Ja, damit könnte man leben. Also auf der Master V alle zu nutzen und Ninja alle ist eigentlich gut. Ansonsten war man nicht so gut. Wir forschen mal. Und zwar forschen wir einmal... Das ist zu teuer gerade. Wir forschen erstmal Spieltutorials. Also zu teuer, also zu viele Forschungspunkte erfordert das. Und da kommen wieder Branchenneuheiten rein. Nintendo hat heute eine Handheld-Konsole mit dem Namen Gameling angekündigt. Was zeichnet das Gerät aus? Austauschbare Module, ein einfarbiger Bildschirm auf grünem Hintergrund, eingebaute Lautsprecher und sogar ein Mehrspieler-Modus via Link-Kabel. Im Vergleich zu PCs und anderen Spielkonsolen ist der Gameling technisch gesehen keine Sensation. Aber da er so kostengünstig und tragbar ist, könnte er eine große Fangemeinde finden. Ja, der Gameling. Der Gameling wird nächsten Monat in den Regalen erscheinen. Mensch, eine tragbare Konsole, wie überraschend. Der Gameling. Du hast Spieltutorials erfolgreich erforscht. Und damit beenden wir diese Folge. In der nächsten Folge werden wir noch ein Spiel entwickeln, was uns vorgeschlagen wurde. Und außerdem eine eigene Engine erstellen. Also schaltet wieder ein, wenn wir wieder ein bisschen programmieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss!